Ja, Stefan Kutschke hat gestern nur mit der Familie und dem engsten Freundeskreis seinen 35. Geburtstag gefeiert. Es ging nicht allzu lange, denn heute muss er arbeiten. Von Anfang an und mit ran dürfen diese Kollegen. Es ist dieselbe Startformation wie am vergangenen Sonntag, als das Spiel in Saarbrücken, wir haben es gesehen, zur Pause abgebrochen wurde. Mit der bekannten Viererkette davor Paul Will und ganz von eben jener Stefan Kutschke. Siegtorschütze gegen Münster. Manuel Schäffler ist nicht im Kader, ist angeschlagen. Dafür ist Tom Zimmerschied nach Schulterverletzung zurück auf der Bank. Mehr als 30.000 Fans sind da und natürlich hat jeder bei der Heimstärke von Dynamo richtig gute Laune. Und Achtung, wir starten spektakulär. Das ist Herrmann, denn der Fehler von Freiburg, Luca Herrmann, der wird doch nicht. Doch, der wird 1-0. Luca Herrmann, der gebürtige Freiburger, macht Harry Kane Konkurrenz. Der hatte ja letzte Woche ein ähnliches Tor erzielt für die Bayern und sie lassen ihn gar nicht mehr los. Kein Wunder. Herrmann so aufmerksam, Uphoff ein bisschen zu weit vom Tor und dann ist es ein Weitschuss-Wunderwerk. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann hat Uphoff eine richtig große Aktie dran. Der Ball von Herrmann wäre wohl an den Pfosten geklatscht, aber Uphoff lenkt ihn am Ende rein. Luca Herrmann, ein Großteil seiner Familie ist mit angereist nach Dresden, das hat sich gelohnt. Dynamo ist so souverän nach 1-0 Führungen. Die letzten 9 Spiele mit Führung haben sie allesamt gewonnen. Und Freiburg hat in dieser Saison immer verloren, wenn man 0-1 hinten lag. Aber die Breisgauer kommen. Das ist Ambros auf Al-Ghadoui und Lewald. Perfekt getimt, diese Grätsche. Al-Ghadoui, 16-mal Bundesliga für den VfB Stuttgart. Die anschließende Ecke. Getreten von Bauer, einer der ganz jungen Spieler beim Sportclub. Und da ist Müller, völlig frei. Das ist nicht gut verteidigt. Müller zieht schön in den freien Raum, sein Kopfball aber zu zentral. Freiburg versucht früh zu stören. Deshalb sind Verlagerungen ein gutes Mittel, um sich aus der Umklammerung zu befreien. So zum Beispiel Park. Und die nächste Verlagerung rüber aufs Rechts. So zerrt man eine Abwehr auseinander und verschafft sich Räume. Lemmer, wieder rüber. Flachodimos, perfekt durch die Lücke für Kutschke. Super aufgebaut und Flachodimos macht das richtig stark. Kutschke dann mit dem Abschluss. Und wir gucken auf den Stürmer der SGD. Er schaut, wo ist der Gegner? Wo ist der Ball? Wo muss ich stehen? Genau da! 24. Minute. Freiburg unbeeindruckt vom Rückstand. Und dann Achtung, Trejaccia gegen Al-Ghadoui. Der will den Elfmeter und es ist sehr knifflig. Trejaccia hat die Hände wohl nicht auf den Ball. Al-Ghadoui ist vielleicht einen Ticken früher am Spielgerät, hätte Elfmeter für Freiburg geben können. Der SC hat die schwächste Offensive der Liga, aber heute zeigen sie ansehnlichen Offensivfußball. Rüdlin, Johansson. Hinterlaufen von Bourbari und Ambros. Der Tscheche mit der nächsten guten Gelegenheit für die Breisgauer. Dynamo muss immer wieder solche Phasen überstehen. Bislang geht das aber gut. Thomas Stamm, letztes Jahr Zweiter mit seinem Team, aktuell Zweitletzter, weil der SC einen großen Umbruch verkraften musste. 5 Abgänge spielen mittlerweile in Liga 2. Park dazwischen. Aber Freiburg bleibt im Ballbesitz. Hauptmann, der macht's besser. Hauptmann, und er sucht sofort die Tiefe und findet Stefan Kutschke alleine unterwegs. Kutschke! Und dann überragend von Stark, der mit nach hinten geeilt ist. Stefan Kutschke.
Da fehlt so ein bisschen die Geschwindigkeit. Vielleicht müsste er deshalb ein wenig eher abschließen. Wir schauen nochmal auf Stefan Kutschke. Zeigt an, ich will den Ball. Dann guckt er kurz hoch, aber rechnet nicht mit so einer tollen Grätsche von Julian Stark. Freiburg verteidigt bislang richtig gut und kompakt. Hier rauben sie Hermann die Anspielstationen. Deshalb braucht es dieses Wendemanöver. Denn auf der linken Seite ist logischerweise mehr Platz. Und das weiß auch Paul Will. Rüber zu Flachodimos. Der liebt das 1 gegen 1. Flachodimos! Sein letztes Tor Anfang Oktober bei der letzten Dynamo-Niederlage beim 1-3 gegen Rot-Weiß Essen. Markus Anfang, sein Team mit guten Offensivaktionen, aber auch immer wieder in der Defensive gefordert. Kurz vor der Halbzeit. Freiburg verteidigt mit einer Fünfer- und davor einer Viererkette. Kein Platz. Deshalb mal der Ball hinter die Abwehr auf Kutschke. Ja, der ist nicht leicht zu nehmen. Aber heute hat er auch einfach kein Glück. Hauptmann mit dem klugen Ball hinter die Abwehr. Und dann löst sich Kutschke gut von Müller, kommt vor ihn, rutscht dann aber ein bisschen weg und so bleibt's bei bislang 4 Saisontoren für Stefan. Das ist ärgerlich, Kutschke. Dynamo will mit der knappen Führung in die Pause. Will. Das ist Park. Flachodimos mit nach hinten geeilt, um zu helfen. Aber das geht nach hinten los. Triljaccia, was macht er da? Stefan Triljaccia. Ui. Ganz schön mutig. Klar, Flachodimos bringt ihn in Bedrängnis. Dann macht das gut gegen Algadoui, legt sich den Ball aber zu weit vor, klärt es dann aber mit all seiner Körperlichkeit. Freiburg hat so viele Niederlagen auf dem Konto wie Punkte, nämlich 8 und damit schon öfter verloren als in der kompletten Vorsaison. Aber sie spielen heute einen richtig guten Ball. Rüber geht's. Park gegen Fallmann. Lässt sich überrumpeln von Fallmann und der sieht im Rückraum Rüdlin. Triljaccia vereitelt diese Topchance. Dynamo in der Rückwärtsbewegung nach dem Ballverlust und Rüdlin in der Vorwärtsbewegung. Klasse Spielzug. Im Schnitt kommen 29.000 Zuschauer ins Rudolf-Habich-Stadion. Das ist ein besserer Wert als bei 7 aktuellen Erstligisten. Zweite Halbzeit und Dynamo hat sich was vorgenommen. Geht sofort ins Angriffspressing. Will hat den Ball. Und in der gegnerischen Hälfte viel Platz. Flachodimos gegen Fallmann. Unwiderstehlich im 1 gegen 1. Flachodimos und Lemmer. Sieht ein bisschen unglücklich aus, weil er wohl zaubern wollte. Den Ball mit der Hacke im Tor unterbringen ist eben nicht so einfach. Hier versucht das. Flachodimos mit einer ganz starken Partie auf links. Immer noch die 46. Minute. Freiburg hält weiter stark dagegen und spielt schön mit. Johansson. Rüdlin. Und 2 Freiburger verpassen. Dresden hat in diesen Situationen immer wieder das nötige Glück. Gute Phase jetzt vom Sportclub. Und dann reklamieren sie Handelfmeter und zwar sehr heftig. Ambros, der hat es nicht gesehen, der war mit dem Abschluss beschäftigt. Es geht um Dresdens Luca Hermann. Das ist hier eine leichte Vergrößerung der Abwehrfläche, denn der rechte Arm, der geht, wenn auch minimal, raus
Gut zu sehen. Er sieht den Ball nicht, aber hier die Bewegung. Glück für Dynamo Dresden. Dann Ecke. Jakob Lemmer. Jetzt mal von der rechten Seite aufs Tor gezogen. Und plötzlich Chaos im 5-Meter-Raum. Das ist Lewald! Und dann nochmal Hauptmann im Nachschuss. Doppelchance. Applaus, Dynamo. Erst Flachodimos und dann legt Stark unfreiwillig auf für Lewald. Aber Fallmann sichert klug das rechte Torwart-Eck. Einwurf Dresden. Flachodimos direkt auf Hauptmann. Sofort ist Dynamik drin. Und da ist Lemmer. Und der ist nicht drin. Nicht drin. Stark gespielt im richtigen Moment. Und zwar hier beschleunigt. Dann hat Hauptmann die Ruhe am Ball und Lemmer trifft den Ball nicht. Wird dann angeschossen. Dynamo fehlen Millimeter zum 2:0. Und zum zweiten Mal rettet Freiburg auf der Linie. Es ist ein attraktives, ein flottes Fußballspiel. Aber dem SC fehlt die Durchschlagskraft. Sie haben keinen echten Torjäger mehr. Vermeij ist weg. Das ist Al-Ghadoui. Al-Ghadoui. Und der sieht Bauer. Symptomatisch, diese Offensivaktion der Freiburger. Kein Abseits. Und dann ganz stark von Lewald. Der bleibt dran an Al-Ghadoui, versperrt den Schussweg. Und der Rest ist nicht gut. Dann ist Wechselzeit. Kutschke geht. Für ihn kommt Robin Meissner und auch Tom Zimmerschied für Flachodimos neu in der Partie. Und da ist Tom Zimmerschied sofort im Einsatz. Aber erstmal abgeklemmt von Marino. Aber Dresden will sofort den Ball zurück. Super Aktion. Robin Meissner. Meissner! Erster Abschluss am Dienstag im Pokal gegen Niesky. Zweimal getroffen, sollte ihm Selbstvertrauen geben. Die 86. Minute. Ogbus eingewechselt. Will ihn stoppen, klappt nicht. Aber die Kollegen helfen. Gute Balleroberung und dann raus auf Zimmerschied. Tom Zimmerschied. Gegen zwei. Tom Zimmerschied. Und da ist Robin Meissner. Game over für Freiburg. Erstes Ligator für Robin Meissner im Dynamo-Dress. Darauf hat er so lange gewartet, der Mann, der vom HSV kam. Super Vorarbeit von Zimmerschied gegen zwei Freiburger. Dann wird er auch noch von Stark umgesetzt. Aber Schiedsrichter Fuchs lässt Vorteil laufen, richtige Entscheidung. Und dann Robin Meissner als große Sturmhoffnung nach Dresden gekommen. Es lief am Anfang überhaupt nicht für ihn. Dann kam noch eine Knieverletzung dazu. Aber jetzt mit seinem dritten Tor in dieser Woche. Es geht endlich aufwärts. Und wir blicken nochmal auf Tom Zimmerschied, den Vorbereiter. Seine Dynamik, seine enge Ballführung, außergewöhnlich in Liga 3. Richtig gut gemacht. Neunzigste Minute. Freiburgs Widerstand ist gebrochen. Dresden jetzt mit unheimlich viel Platz. Borkowski. Dennis. Borkowski. Rups. Und dann nochmal Meissner. Aber das Ding wird geblockt. Dreimal hat er am Dienstag im Pokal getroffen. Borkowski. Und hier ist er ganz nah dran an Saisontor Nummer 4.
Letzte Ecke für Dynamo. Tom Berger inzwischen auch eingewechselt. Freiburg kann klären und Schiedsrichter Fuchs hat die Pfeife im Mund. Und das war's. Dynamo siegt gegen Freiburg und bleibt weiter im Höhenflug. Philipp Weißkirch nun mit den Stimmen zum Spiel. Das war eine enge Geschichte. Am Ende haben sie gewonnen, vielleicht auch ein bisschen glücklich. Ja, es war vor allem umkämpft. Ich glaube, dann erst mit der zweiten Halbzeit wurde es besser, wo wir dann aggressiver im Spiel waren. Mit aggressiv meine ich keine unfairen Foulspiele, sondern einfach eine körperliche Präsenz, die man gegenüber so einer U23 zeigen muss, um zu zeigen, okay, hier zu Hause in Dresden ist es dann schwer, Spiele zu gewinnen. Grundlage für den Sieg, das erste Weitschusstor von Dynamo in dieser Saison im 66. Versuch, dank Hermanns Hammer. Ich habe halt irgendwie Intuition gedacht, ich probier's mal. War dann ganz gut, glaube ich. Ich glaube, er lenkt ihn auch noch ein bisschen in die Mitte, was sicher auch geholfen hat. Sonst wäre es vielleicht der Endpfosten gewesen, aber ja, ist natürlich extrem cool. Oder waren Sie inspiriert von Harry Kane? Der hat ja auch so ein Ding gemacht neulich. Ja, es ist... Man sieht natürlich ab und zu solche Tore, aber das ist jetzt nichts, was man sich vornimmt, sage ich mal. Es ist natürlich schön, dass wir so ein Tor machen. Vor allen Dingen für den Jungen, der so lange ausgefallen ist. Und jetzt, als ob er nie weg gewesen wäre, Fußball spielt. Ich freue mich wahnsinnig für ihn. Das ist einfach ein Ding, das macht er vielleicht einmal im Leben. Und das ist, glaube ich, auch so eine Kleinigkeit, die uns im Moment einfach gegen uns läuft. Dass er den da aus 50 Metern genau reinmacht in den Knick, ist auch Wahnsinn, ne? Dynamo holt sich so den 11. Heimsieg in Folge und stellt damit den historischen Rekord von Eintracht Braunschweig in Liga 3 ein. Es läuft, René.